Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hausflipper. Ja, wir haben in der letzten Folge hier oben unsere Räumlichkeiten gestrichen. Da bin ich im Überlegen, ob ich den Weg noch ein bisschen breiter mache, dass wir auf halbe Tür gehen. Ich glaube, das wäre kein Fehler. Das Problem ist, wir hatten den, glaube ich, nicht, ne? Die Art Laminat hatten wir nicht. Oder? Nee, die ist minimal anders. Dann machen wir das so. Damit stellt sich die Frage dann nicht. So, ja, es gab diverse Vorschläge. Man hier das Eck, das gefällt mir persönlich so ganz gut. Ups. Hier könnten wir entweder machen wir hier so eine Art offenes Büro hin. Schminktisch brauchen wir eigentlich nicht, ne? Lichtschalter wurde mir gesagt, hätte ich hier vergessen. Jap, habe ich. Ändern wir. So, jetzt geht das doch mit dem Licht. Passt. Ja. Den machen wir mal weg. Den auch. Den Schrank würde ich da, glaube ich, lassen. Da ist die Frage, ob wir da noch irgendwie Bilder oder sowas hinhängen an die Wand. Fotos und Bilder. Sowas in der Art. So. Hängt das falsch oder richtig rum? Irgendein Bild wurde mir gesagt, habe ich falsch rum aufgehängt. Wo ist denn hier das? Oh, tatsächlich. Das da muss nach oben. Hoppala. So rum gehört das. Okay, jetzt passt's. Ja, hier könnte man wirklich so eine Art... Müssen wir mal gucken, was wir hier für schicke Schreibtische haben. Klassischer Schreibtisch. Den würde ich ja sogar nehmen, wenn es den in... Wenge wäre jetzt eigentlich die schönere Farbe gewesen, aber wobei das Braun passt ganz gut zum... So. Machen wir ein bisschen weiter nach hinten. Machen wir das so. Oder drehen wir das ein bisschen? Das ist noch die Frage. Stühle. Schicker Bürostuhl natürlich. Gibt es nur den?
Nehmen wir in Schwarz. So. Da können wir unseren Laptop draufstellen. Wo haben wir den denn platziert? Oh. Wir machen mal besser die Tür zu. Da ist er. Oder machen wir den so? So. Was haben wir denn noch Schickes? Was wir hier für das Büro nutzen. Sowas können wir da hinten ins Eck packen. Das wäre gut. Sonstiges. Mülleimer. Mülleimer ist noch eine Idee. Also Papierkorb. Packen wir den da daneben. Ja, machen wir daneben. Regal für Küchenutensilien, das brauchen wir nicht. Eimer mit Schöpfkelle eher auch nicht. Saunaofen auch nicht. Schreibtafel. Wäre eine Möglichkeit. Machen wir die dahin. Oder doch lieber auf die Seite. Auf die. So. Was haben wir denn noch? Vase. Ja, mit Blümchen wäre natürlich schick, ne? Aber Blümchen kann ich da nicht reinpacken. Tresor. Kaufen wir einen Tresor. Für unser vieles nicht vorhandenes Geld. Wobei wir so, also arm sind wir gar nicht, ne? Das muss man ja schon sagen. Schneidebrett, Wäschekorb, kleine Schachtel, Buch seltener Pflanzen, Buch Geheimnisse, Buch Psychologie, graues Buch. So. Platzieren wir da mal Bücher. Es ist größer als das. Kann ich die aufeinander stapeln? Leider nicht. Machen wir es halt so. Ja, ein Blümchen oder sowas wäre noch schön, ne? Ich dachte, vielleicht hätten wir auch Stifte oder sowas. Haben wir nicht. Pflanzen. Haben wir da irgendwie ein kleines Radio oder sowas? Sieht gar nicht so verkehrt aus. So ein Lautsprecher dort. Können wir Radio hören oder Musik hören, wenn wir am PC arbeiten. Eine Maus machen wir. Also ich arbeite auch beim Laptop lieber mit Maus, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin nicht so da. Ah. Ventilator ist wichtig. Hier ist nämlich gerade auch unglaublich warm. Da lernt man dann so einen Ventilator schätzen. So. Was haben wir denn noch? Kaffeemaschine. Könnten wir natürlich, die machen wir aber eher in die Küche unten.
Türen, Tische, Sofas, Pflanzen. Können wir halt nur so was Kleines, ne? So ein Gemüse mit auf den Tisch. Ja. Machen wir dann noch irgendwelche Bilder. Bilder, Bilder, Bilder. Bilder? Fotos und Bilder, da haben wir es doch. Nein, das wollte ich schon. So. Und darunter noch ein Teppich. Einen, der da farblich passt. Vielleicht den größer? Ich würde den gern farblich dann entsprechend ändern, ne? Aber den gibt es halt nur in. Aber blau ist jetzt nicht die ideale Farbe an der Stelle. Ränder, Creme, Farbe. Ah, jetzt gucken wir der Sache mal näher. Rot. Streifen. Machen wir den mal. So. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Und dann können wir hier vorne noch Stühle hinmachen, wo wir dann mit den Leuten uns besprechen können. Stühle. Sowas wäre eine Möglichkeit. Die sind ein bisschen niedrig, oder? Nicht so das Ideale. Ganz und gar nicht das Ideale. Weiß. Braun, ja. Ich glaube, die könnten wir nehmen. Und dann noch einen. Falls die mal zu zweit sind. Doch, so geht das ganz gut, würde ich sagen. Dann ein Tischchen dazwischen. Irgendwas Kleines. Klein. Ich sagte klein. Kaffeetisch. Genau, sowas. Machen wir da auch noch ein Blümchen drauf. Oder machen wir da Kerzen drauf? Zu groß. Müssen wir auch wieder diesen Faden hier nehmen. So. Ja, ich finde, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht nicht gerade die Vorhänge in Blau. Kann ich die irgendwie. Ne, kann ich nur verkaufen. Dann verkaufen wir. Vorhänge und Jalousien.
Breiter Vorhang. Kurz. Lang. Da würde ich jetzt auch eher braun oder Kupfer wäre natürlich toll. Nein. 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 Ich glaube, den machen wir dann ja tatsächlich in dem braunen Ton. Das passt halt ganz gut zu dem hellen Beige hier. So, und damit hätten wir dann unser Büroraum fertig. Würde ich mal sagen. Ja, dann können wir uns hier hinten um das Eck noch kümmern. Da würde ich jetzt nämlich auch einen schönen Teppich oder sowas hinmachen. Wenn ich einen finde. Das ist die große Kunst. Wow. Schneeblau, schwarz-rot. Passt, glaube ich, nicht, nee. Teppich. In Creme ginge. Machen wir denn so hin? Und dann diese Sitzdinger hier. Hier. Nicht gerade in lila. Passt orange. Oder eher blau. Das ist hier die Frage. Bin ich noch nicht ganz glücklich, aber ich glaube, viel Besseres kriegen wir da nicht hin. Sonstiges. Ist immer so ein bisschen das Problem hier mit der Farbwahl. Die ist manchmal nur bedingt gut. So. Da würde ich ins Eck aber noch eine Pflanze packen. Irgendwie so eine Yucca. Und da war es nicht ganz so hohes. Ist da noch ein kleines Schränkchen oder sowas? Schränke und Schränkchen. Kleines Schränkchen. Würde ich fast auch nochmal so einen Lautsprecher draufpacken. Wenn das vorgesehen wäre. Ist es aber nicht. Dann packen wir keinen Lautsprecher drauf. Bilder. Bilder gehen natürlich immer noch.
Wobei die halt auch ein bisschen. Eintönig werden auf Dauer. Aber gut. So rum gehört das. Ja, ich würde aber sagen, lassen wir mal so. Ja, wobei das gefällt mir so eigentlich ganz gut, das Büro. Damit sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.